Grüß Gott und herzlich willkommen bei Unser Land. Das hier ist eine Ausgleichsfläche. Sowas muss es immer dann geben, wenn zum Beispiel eine Straße oder ein Gewerbegebiet gebaut werden. Das Ziel, die Natur quasi entschädigen. Ob das allerdings immer so klappt, daran gibt es große Zweifel. Darüber berichten wir heute und haben auch noch diese Themen für Sie. Das Prinzip Lohnvermahlung, wenn Müller und Landwirte Hand in Hand arbeiten. Und Weinbergschnecken in Kräuterbutter, in Bayern gezüchtet und gekocht. Schnecken dürft's in dieser Ausgleichsfläche hier auch jede Menge geben. Diese Wiese ist nur ein Beispiel von Tausenden, ja Zehntausenden in ganz Bayern dafür, was das Bundesnaturschutzgesetz fordert. Nämlich, wer Natur verbraucht, muss an anderer Stelle das wieder ausgleichen, also Natur schaffen. Bei mir ist jetzt Hans-Jürgen Unger vom Landesbund für Vogelschutz. Grüß Gott, Herr Unger. Grüß Gott. Warum schaut denn die Wiese so aus, wie es ausschaut? Was ist denn damit ausgeglichen worden? Diese Wiese ist eine Ausgleichsfläche für eine Baumaßnahme in Zolling am Kirchanger. Dort sind Wohnhäuser entstanden. Diese Wiese hat ungefähr 2800 Quadratmeter. Jetzt, wenn ich da drauf schaue, schaut es für mich erstmal fast nach stinknormalen Wiese aus. Das schaut so aus und ist auch ein bisschen stinknormal. 2013 wurde diese Fläche vom LBV übernommen und wird seither zweimal im Jahr gemäht und ohne Düngung und Pflanzenschutz natürlich. Und muss sich hier erst noch entwickeln. Was ist denn das Ziel? Das Ziel ist eine deutlich größere Pflanzenvielfalt, was bedeutet, dass da noch mehr Insekten, mehr Vögel drin wohnen können. Dass eben hier das Ökosystem wieder gestärkt wird. Momentan haben wir eine Pflanzenartenzahl von ca. 35 Arten. Und das Ziel ist, wie auf der Nachbarfläche, die schon 10 Jahre länger stillgelegt ist, 60 bis 70 Pflanzenarten. Herr Unger, vielen Dank. Gerne. Also, Stand jetzt entsteht hier ein wertvoller Lebensraum. Ist also schön, wenn das auf den unzähligen anderen Flächen in Bayern genauso passiert. Also schön wär's. Der Landesbund für Vogelschutz hat einen Studienauftrag gegeben. Die Erkenntnis daraus ist eher ernüchternd. Hier sollte eine Blühwiese wachsen. Stattdessen raspelkurzer Rasen, Lebensraum für Insekten, Fehlanzeige. Die Stadt Geisenfeld im Landkreis Pfaffenhofen ist verpflichtet, hier eine Ausgleichsfläche anzulegen. Von der Stadt heißt es, die Maßnahme sei noch nicht abgeschlossen und müsse nachgebessert werden. Die Landschaftsarchitektin Elisabeth Fiesel hat im Auftrag des Landesbundes für Vogelschutz Ausgleichsflächen kontrolliert. Sie sagt, oft fehle den Behörden das Fachwissen. Und die Kontrolle, dafür gibt es oft keine richtige Zuständigkeit. Die Behörden beim Landratsamt, die sind meistens unterbesetzt. Und die Zuständigen bei der Stadt sind sich oft nicht bewusst, dass sie zuständig sind. Wird irgendwo Fläche zugebaut, muss an anderer Stelle Natur aufgewertet werden. Das sind Ausgleichsflächen. Für ein Gewerbegebiet kann so zum Beispiel eine Streuobstwiese angelegt werden. Der Ausgleich wird nach einem komplizierten Punktesystem berechnet. Das Problem? Die Kommunen sind Planer, Auftraggeber und ihr eigener Kontrolleur. Das klappt oft nicht. Der Landesbund für Vogelschutz hat 230 Ausgleichsflächen in Bayern überprüft. Ergebnis, bei einem Viertel war gar nichts passiert, die Hälfte hatte Mängel in der Umsetzung. Wir brauchen zum einen mehr Kontrollen oder eine Nachweisverpflichtung für Eingriffsverursacher. Dann müsste das Personal an den Behörden aufgestockt werden, sodass eben Kontrollen durchgeführt werden können oder die Nachweise kontrolliert werden können. Es sollten außerdem alle Ausgleichsflächen an das Ökoflächenkataster gemeldet werden. Und was für mehr Transparenz sorgen würde, wäre, wenn die Daten auch öffentlich einsehbar wären. Dass es geht, zeigt diese Fläche bei Karlsfeld im Landkreis Dachau. Ursprünglich von der Deutschen Bahn als Ausgleich für den Neubau der ICE-Strecke angelegt, hat das Gebiet heute der Bund Naturschutz übernommen. Früher wurde die Fläche landwirtschaftlich genutzt. Wenn es um den laufenden landwirtschaftlichen Betrieb geht, dann bedeuten Ausgleichsflächen erstmal Flächenverlust. Es gibt allerdings auch schon Konzepte, die an einigen Orten sehr erfolgreich umgesetzt werden. Und da werden Landwirtinnen und Landwirte zum Beispiel finanziell entschädigt, wenn sie Ausgleichsmaßnahmen durchführen. Heinz Gibowski vom Bund Naturschutz mäht die Fläche nach einem ausgeklügelten System, damit immer hohes Gras als Rückzugsraum für Insekten bleibt und dem Boden allmählich Nährstoffe entzogen werden und eine artenreiche Magerwiese entsteht. Der Aufwand ist hoch, aber es lohnt sich.
Man muss selektiv mähen. Zum Beispiel diesen Bereich hier, den sparen wir bei der Herbstmaat komplett aus. Wir müssen allerdings aufpassen, dass uns hier die Weide nicht überrollt. Das heißt, man muss dann mit der Motorsense selektiv dann reingehen im Winterhalbjahr und die Weide zurücknehmen, sonst würde die hier komplett überwuchern. Hier nahe dem Naturschutzgebiet Schwarzhölzl haben sich wieder Arten angesiedelt, die auf der roten Liste stehen. So können Ausgleichsflächen die Natur wirklich bereichern, wenn sie so geplant werden, dass sie in die Landschaft passen und dann fachkundig gepflegt werden. Was momentan stattfindet, ist ja ein ganz massives und rasantes Artensterben direkt vor unserer Haustür. Und das liegt zum einen daran, dass Arten, die vielleicht vor Jahrzehnten noch häufig waren, mittlerweile vom Aussterben bedroht sind. Einfach, weil ihr Lebensraum immer weiter eingeschränkt wird oder sogar verschwindet. Und da können Ausgleichsflächen einen kleinen Beitrag zu leisten, dass dieser Lebensraum erhalten bleibt und die Arten dort weiter leben können. Der LBV will jetzt Druck machen. Bürger sollen Ausgleichsflächen in ihrer Umgebung überprüfen. Der Verband selbst will mit der Staatsregierung und den Kommunen sprechen, damit die Natur zu ihrem gesetzlich festgelegten Recht kommt. So gesund, so unbeschädigt wie hier im Landkreis Freising steht der Mais nicht mehr in allen Regionen Bayerns da. In den vergangenen Tagen hat es ja schwere Unwetter gegeben, von Unterfranken bis nach Garmisch-Partenkirchen. Zwar haben die Wetterdienste davor gewarnt, aber dass es so schlimm kommt, haben sich viele nicht vorstellen können. Die Züge sind nicht mehr gefahren, Autos wurden weggeschwemmt, Geschäfte verwüstet. Und auch die Landwirtschaft hat es in einigen Regionen schlimm erwischt. So wie hier im oberbayerischen Münsing hat sich das Unglück in vielen Regionen Bayerns angekündigt. Was dann folgte? Extremer Starkregen, bis zu 70 Liter pro Quadratmeter. Die Böden konnten die Wassermassen nicht mehr aufnehmen. Dazu immer wieder Sturmböen. Hagelkörner, so groß wie Golfbälle, vernichteten auf Gemüsefeldern die gesamte Ernte. Noch können viele betroffene Landwirte den Schaden nicht beziffern, stehen unter Schock. Gleichzeitig müssen sie Entscheidungen treffen. Welche Kulturen lassen sich nachsäen? Welche Zwischenfrüchte eignen sich? Wann können die Böden überhaupt wieder befahren werden? Und dann die bange Frage, wann kommt die nächste Unwetterwelle? Die Bilder dieser Woche zeigen, da ist ganz schön was kaputt gegangen in der Landwirtschaft durch die Unwetter. Was das mit unserem Klima zu tun hat, darüber spreche ich jetzt mit Ernst Rauch. Er ist bei der Münchner Rückversicherungsgesellschaft, kurz Munich Re, nicht nur, aber vor allem für Klimafragen zuständig. Herr Rauch, grüß Gott. Hallo und grüß Gott hier aus München, aus der Königinstraße. Jetzt haben Sie ja Daten, Fakten, Statistiken aus Jahrzehnten. Vor diesem Hintergrund, waren diese Unwetter jetzt in den letzten Tagen, war das jetzt normal oder war das was Besonderes? Es waren mindestens auffällige Unwetter. Die Frage der Einordnung, ob sie außergewöhnlich waren, dazu braucht es den Blick auf die letzten Jahrzehnte. Und hier bei der Munich Re, der Münchner Rückversicherung, erheben wir Daten aus Naturkatastrophenschäden weltweit, natürlich auch hier vor der Haustür in Deutschland und in Bayern. Und wenn wir die Schadeninformationen ansehen aus Unwetterereignissen, da gehört Hagel dazu, aber auch diese großen Niederschlagsmengen, dann sehen wir, dass tatsächlich in den letzten 40 Jahren die Schäden, auch wenn man berücksichtigt die Werteentwicklung, deutlich zugenommen haben. Und das ist zusammen mit den Ergebnissen der Klimaforschungen ein Indiz dafür, dass tatsächlich Veränderungen in unserem Wetter stattfinden. Und da ist der Zusammenhang mit dem Klimawandel sehr wahrscheinlich. Jetzt sprechen Sie von Starkregenereignissen. Regnet es denn mehr als früher? Weil das passt ja eigentlich nicht dazu, dass wir uns im Frühling und Sommer immer häufiger über Trockenheit beklagen. Wenn man die Niederschlagsmengen übers Jahr verteilt betrachtet in Deutschland, dann haben die in den letzten Jahrzehnten leicht zugenommen. Aber die Verteilung innerhalb des Jahres ist unterschiedlich geworden. Wir haben tatsächlich im Winterhalbjahr mehr Niederschläge gesehen in den letzten Jahren und im Sommerhalbjahr weniger Niederschläge. Und das ist dann das Thema Dürre. Das Paradoxon, das man wirklich wahrnimmt, ist, dass lokal tatsächlich die wenigen Niederschläge im Sommerhalbjahr, in der Summe wenig, in Form von Starkniederschlägen heute deutlich stärker auftreten, als es in der Vergangenheit der Fall war. Was ist da Ihre Einschätzung? Wird solche Extremwetterlagen
mehr geben in Zukunft? Werden die auch noch immer schlimmer werden? Ja, sie sind schon mehr geworden. Und die Klimaforschung sagt uns, dass alle Indizien aus der Physik heraus, aus der Naturwissenschaft heraus, darauf hindeuten, dass wir auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten extremere Wetterereignisse haben werden. Kommen wir nochmal zurück zur Landwirtschaft. Durch die Unwetter hat es ja jetzt große Schäden gegeben. Wer versichert ist, bekommt einen finanziellen Ausgleich. Aber das Futtermittel für die Tiere, die Lebensmittel, die sind zerstört. Erwarten Sie für die Zukunft, dass, wenn es immer mehr Unwetterereignisse gibt, dass Lebensmittel knapper werden und dass auch die Preise steigen? Das ist natürlich ein Zusammenhang, der, wenn Sie so wollen, über mehrere Stationen laufen würde. Wir sehen das heute noch nicht, denn es gibt ja auch eine Anpassungssituation. Das heißt, die Landwirtschaft hier in Bayern, in Deutschland, weltweit, hat sich an diese veränderten Wetterbedingungen durchaus auch angepasst. Also auch Saatgut, das dürreresistenter ist beispielsweise. Aber wenn ich über die nächsten Jahrzehnte hier Szenarien sehe, die aus der Wissenschaft kommen, dann ist es ein denkbares Szenario. Ob es wirklich wahrscheinlich ist, lässt sich heute nicht wirklich gut abschätzen. Jetzt sprechen wir ja vom Klimawandel. Wird denn aus Ihrer Sicht da schon genügend dagegen unternommen? Man muss unterscheiden zwischen den politischen Zielsetzungen, die stimmen im Wesentlichen. Also die Kernzielsetzung in Deutschland, Europäische Union, aber in vielen anderen Ländern auch, USA, Japan, sogar China, ist, dass bis Mitte dieses Jahrhunderts die sogenannten Treibhausgasemissionen, allen voran Kohlendioxid, auf Null gesetzt werden. Die Lücke, die ich heute erkenne, ist, dass zwischen den Zielsetzungen und der Umsetzung dieser Ziele die Dinge noch nicht gut zusammenpassen. Kommen wir nochmal zu den Starkregenereignissen. Gibt es denn Maßnahmen, die man bei uns in Bayern, in den Kommunen vor Ort umsetzen kann, um mit solchen Ereignissen besser umzugehen? Das sind diese Sturzfluten, das sind alles diese Sommergewitter gewesen, die wir jetzt auch erleben, die innerhalb von ganz kurzer Zeit, Minuten, eine Stunde vielleicht, ganze Ortschaften völlig zerstören können. Das sind lokale Starkniederschläge. Und da gibt es inzwischen eine Reihe von Anpassungsmaßnahmen. Es ist auf der Ebene gerade der Kommunen nicht nur angekommen, sondern vielfach in der Umsetzung. Es sind zum Beispiel Verbauungen oder das Wegnehmen von Verbauungen von Bächen oder Flüssen, die in Ortsnähe sind. Das sind die richtigen Ansätze. Das sind auch zum Beispiel Renaturierungsmaßnahmen von Flüssen. Wir sehen das hier in München ja. Bei der Isar, genau da sind solche Maßnahmen getroffen worden, der Isar wieder ein breiteres Bett zu geben. Und das, was hier im städtischen Bereich ich jetzt als Beispiel genannt habe, kann auch in kleineren Kommunen stattfinden. Herr Rauch, vielen Dank fürs Gespräch. Ich bedanke mich auch. Schöne Grüße. Die Kraft, die Urgewalt des Wassers haben in den vergangenen Tagen viele Menschen in Bayern leidvoll erfahren müssen. Mömmlingen in Unterfranken oder Landshut sind da nur zwei Beispiele. Aber in der Nähe von Landshut zeigt sich auch die positive Kraft des Wassers, die dem Menschen nützt, in einer Getreidemühle. Früher, so um 1950, hat es in Deutschland noch 19.000 Mühlen gegeben. Heute sind es gerade mal noch so um die 550. Einige von ihnen, so auch die in der Nähe von Landshut, haben in den vergangenen Monaten durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie aber sogar ein bisschen profitieren können. Die Wasserkraft aus dem Klötzl Mühlbach treibt seit Jahrhunderten die Bartmühle in Bruckberg bei Landshut an. Seit 1465 wird hier Mehl gemahlen. Die hohen Gebäude stecken voll mit klug ausgetüftelter Technik. Die Walzenstühle zermahlen die Getreidekörner. In sogenannten Plansichtern wird dann das feine Mehl ausgesiebt. Rudolf Sagberger ist hier Müller in der dritten Generation. Es war ja früher so, bei meinem Opa, der hat die Lohnvermahlung gemacht, da hat der Landwirt das Getreide zum Müller gebracht. Früher war das gang und gäbe, früher sind es nur Lohn- und Umtauschmühlen gegeben. Dann nach dem Krieg, wie die Landbevölkerung dann in die Stadt gezogen ist, hat sich mit den Bäcker hat sich das Handelsmehl ist dann entstanden. Dann ist die Handelsmühlerei groß geworden. Also wir waren jetzt zum Schluss eine reine Handelsmühle. Das bedeutet, der Müller hat sein Mehl hauptsächlich an wenige Großabnehmer verkauft. Und das wurde wegen Corona im vergangenen Jahr plötzlich zu einem Problem. Da habe ich wirklich dann Angst gehabt vor der Zukunft, wie wir es weitergehen, weil mein größter Bäcker, der liefert Flughafen, Gastronomie, Catering und der hat überhaupt kein Mehl mehr braucht, weil der auch keine Backwaren verkauft hat. Doch der Müller hat einen rettenden Ausweg gefunden, auf den er jetzt zurückgreifen kann. Die Lohnvermahlung. Das bedeutet, die Landwirte liefern ihr eigenes Getreide an. Der Müller mahlt daraus Mehl und wird für seine Arbeit entlohnt.
Der Bauer holt dann sein Mehl ab und verkauft es direkt an seine Kundschaft. So wie Biolandwirt Tobias Kratzer, der heute einen Hänger mit Dinkel bringt. Die Lohnvermahlung lohnt sich für ihn. Weil natürlich der Zwischenhandel ausgesetzt wird und das ist halt natürlich auch das Schöne daran, dass wir halt dann auch ein bisschen was verdienen. In der Bartmühle erlebt dieses alte Prinzip gerade eine Renaissance. In der Wolfmühle bei Forst-Inning im Landkreis Ebersberg ist das Vermahlen und direkte Vermarkten schon länger Programm. In der vierten Generation arbeitet Andreas Löffel hier als Müller. Er malt nur Biogetreide von Landwirten aus der Region. Und so können wir da den Landwirten auch helfen, eben das, was vom Feld geerntet wird, so aufzubereiten, dass man es verkaufen kann, also sprich Speise fertig machen und auch in kleinen Tüten abzufüllen. Das ist oft recht aufwendig. Und wenn das dann jeder für sich im Kleinen macht, dann rentiert sich's schon nicht. Verpackt in handliche Tüten liefert die Wolfmühle das Mehl entweder an den Bio-Einzelhandel oder zurück an die Landwirte, die es dann ab Hof verkaufen. Einen Teil vermarktet Andreas Löffel auch selbst, im familiengeführten Mühlenladen. Seit Corona ist hier deutlich mehr los. Die Direktvermarktung an Privatleute ist eine neue Herausforderung für Müller Rudolf Sagberger. Er will sich in Zukunft stärker darauf einstellen. Und wir werden wahrscheinlich auch, so wie es ausschaut, einen Automat kaufen, dass wir jetzt Kilotüten, 2,5 Kilotüten automatisch machen. Weil normalerweise habe ich die ganzen Bäcker mit dem LKW Mehl lose oder große Säcke geliefert. Aber die Zeit hat sich gedreht und ich glaube, da muss man auch umstellen. Das muss man erkennen als Unternehmer, dass der Markt wächst und das Kleinverkauf wird immer größer. Und ich werde da wirklich investieren und wir werden mehr Kleinverpackungen machen. Zurzeit packt die Sagberger Mühle Mehl überwiegend in 25 Kilo Säcke ab. Der Müller garantiert den Landwirten, dass bei der Lohnvermahlung exakt das Mehl aus dem angelieferten Getreide an sie zurückgeht. Servus. Heute das Dinkelmehl von Biobauer Tobias Kratzer. Der fährt die Säcke dann gleich zu einer Bäckerei in Freising. Das ist für mich eigentlich das Schöne daraus, dass man Zusammenarbeit mit einer Bäckerei hat, weil ich da einfach weiß, der macht da gute Sachen draus und das geht nicht irgendwo hier. Und ich nicht weiß, was da draus gemacht wird. Die Wege sind kurz. Keine 25 Kilometer von der Bartmühle und nur 9 Kilometer vom Biohof von Tobias Kratzer entfernt, betreibt in Freising die Bäckerei und Konditorei Geisenhofer ihr Geschäft. Die Backstube mitten in der Stadt. Fertige Backmischungen sind in dem Handwerksbetrieb tabu. Der junge Bäckermeister Stefan Geisenhofer setzt auf beste Zutaten aus der Region und auf lange Ruhezeiten für den Teig. Die Resultate kommen gut an. Die Bäckerei läuft sehr erfolgreich, besonders seit Corona. Stefan Geisenhofer hat mittlerweile 5 Filialen und beschäftigt 100 Mitarbeiter. Und er will in Zukunft noch mehr Mehl beziehen, hergestellt von Landwirten und Müllern aus der Region. Brot aus der Region mit Mehl aus der Region, das kommt bei vielen Verbrauchern bestimmt gut an. Was da jetzt noch fehlt, damit ein echter Feinschmecker so richtig glücklich ist, Weinbergschnecken aus der Region. Naja, mei, ist jetzt nicht für jeden was, aber manche schwören drauf. In Kräuterbutter mit einem Glasel Weißwein dazu. Die gute Nachricht für alle Freunde der regionalen Küche und für alle Gourmets, Schneckenzüchter gibt es auch bei uns in Bayern. Da werden sie jetzt Augen machen. Helix Pomatia, auch die Auster des kleinen Mannes genannt, residiert im schwäbischen Nersingen auf 1 Hektar Grünfläche. Monika Samland ist die Schneckenmutter. 2003 hat sie ihre Farm gegründet. Sie bietet Führungen an und verkauft die Weinbergschnecken im Nebenerwerb. Angefangen hat es mit einem Hobby von meiner Tochter. Die ist mit 3 Jahren im Kindergarten, in einer kleinen Ecke im Kindergarten, hat sie mir immer die Schnecken mit nach Hause gebracht. Es war eine Riesenaufgabe, jeden Tag die Hosentaschen zu durchsuchen, weil sie überall die Schnecken hatte. Und sie wollte sie natürlich halten. Und dann hat man im Garten ein kleines Gehege für die Schnecken aufgebaut, dass sie eben die Schnecken beobachten konnte. Ganz zur Freude von Monika Samlands Schwester, denn die erzählte begeistert von Schneckenfarmen in Italien. Und das fand ich dann so spannend, dass ich mich da informiert habe. Und meine Schwester hat mir dann geholfen, dass ich das Ganze dann auch in Italien erlernen konnte.
Und das Ergebnis sehen Sie ja. Mit über 40.000 kleinen Zähnchen auf ihrer Raspelzunge frisst die Weinbergschnecke alles. Am liebsten welkes Gemüse. Im heimischen Garten stellt sie deshalb, anders als die Nacktschnecke, keine große Gefahr dar. Den Boden mag sie nicht zu trocken und gerne reich an Kalk. Denn den braucht die Weinbergschnecke, um ihr Haus zu formen. Ihr Bestand ist jedoch bedroht. Weinbergschneckenzüchter gibt es in ganz Deutschland nur noch wenige. Es rechnet sich nicht. Etwa 3 Jahre muss in die Zucht investiert werden, bis die Schnecke zum Verzehr verkauft werden kann. Wie so oft produziert die Konkurrenz aus Osteuropa schlicht billiger. Das Sammeln von Weinbergschnecken in der Natur ist durch die Bundesartenschutzverordnung seit 2005 verboten. Tiere aus Zuchten sind hiervon jedoch ausgenommen. Monika versucht, den Schnecken eine möglichst angenehme und naturbelassene Umgebung zu schaffen. Ich habe einen Hochwuchs, ich habe einen niedrigen Wuchs. Sie mögen sehr gerne Brennnesseln, sie mögen Disteln. Das sind alles so die Natur- und Heilkräuter, wie auch das Labkraut oder die Pimpinell. Und das ist alles angebaut. Speziell die Nahrung spielt in der Schneckenzucht für Monika eine große Rolle. Sie verzichtet gänzlich auf Zufütterung und lässt den Schnecken die freie Wahl. Es gibt eine andere Art von Schnecken, das ist die Helix aspersa, eigentlich Cornum aspersum, wird als die kleine Graue in Frankreich verkauft. Und ist eine schnell wachsende, aber keine echte Weinbergschnecke. Und die wird, um dass sie eben die Größe schneller erreicht, mit Mastfutter gefüttert. Weltweit existieren Schätzungen zufolge über 200.000 Schneckenarten, wovon einige seit der Antike als Delikatesse gelten. Die Weinbergschnecke hat viele natürliche Fressfeinde, wie Spinnen, Greifvögel und Insekten. Monika Samland muss deshalb Zäune bauen, um diese abzufangen. Doppelte Taschenbarrieren halten die Schnecken im Gehege. Begonnen haben wir mit 36.000 Stück. So eine Schnecke legt so zwischen 15 und 30 Eier. Und man rechnet eigentlich pro Schnecke, was letztendlich zur Verkaufsgröße durchkommt, sind so zwischen 3 und 5 Stück. Aber so durchschnittlich so zwischen 30 und 40.000 Stück nehme ich im Jahr raus. Monika Samland produziert damit im Jahr rund 1 Tonne Schnecken und verkauft sie pro Stück für 40 Cent. Ihre Kunden sind überwiegend Gastronomen und Sterneköche. Alles läuft über Mundpropaganda. Ein interessierter Selbstabholer ist Ottmar Walch, der seinen Bestand auffüllen möchte. Er betreibt mit seiner Frau ein Restaurant am Ammersee. Hier stehen Schnecken auf der Speisekarte. Und seit 3 Jahren kommen die zum Teil auch aus der eigenen Zucht. Im Frühjahr, nach der Überwinterung, beginnt die Paarungszeit. Sie kann bis Ende Juni dauern. Im Sommer bleibt der Verkauf weitgehend aus. Hochsaison ist zu Weihnachten, Silvester und Fasching. Zu 90% servieren wir die Schnecken bei uns Burgunderarzt, das heißt in Kräuterbutter. Die meisten, die Schnecken essen, die essen sie wegen der Kräuterbutter. Denen geht es gar nicht ums Fleisch. Das leicht so wie ein Kalbfleisch schmeckt und das so 2-3 Stunden wirklich ganz weich dünsten muss, damit es nicht drauf kaust wie auf ein Kaugummi. Für Ottmar Walch sind die Weinbergschnecken nicht nur ein Blickfang, sondern eine echte Alternative zum Fleisch. Neben einem niedrigen Cholesterinwert und einem hohen Eiweißgehalt sind die reichlich vorhandenen Omega-3-Fettsäuren ein Grund, warum die Schnecken bei seinen Gästen beliebt sind. Könnte sein, dass sich jetzt der eine oder andere Hobbygärtner denkt, mei, wären doch auch Nacktschnecken eine solche Delikatesse. Von denen hätte ich genügend im Garten. Die würde ich sogar umsonst hergeben. Schaut leider schlecht aus. So, jetzt kommen wir zu einem ernsten Thema. Rehkitze, die bei der Maat ins Mähwerk geraten. Das will kein Landwirt, kein Jäger, niemand. Seit einigen Jahren werden deshalb Wärmebildkameras und Drohnen eingesetzt, um die Tiere rechtzeitig zu entdecken. Eine erfolgreiche Methode. Das Bundeslandwirtschaftsministerium fördert deshalb sogar die Anschaffung dieser Hilfsmittel. Es gibt aber auch noch eine andere Methode, eine tierische. Ein Beispiel aus dem norddeutschen Ammerland.
Für Marieke Ströbel und ihre 24 Jahre alte Stute Donatella steht heute ein Ausritt der etwas anderen Art auf dem Programm. Ein Ausritt zur Tierrettung, organisiert von Karl-Peter Oltmanns. Danke. Wir bringen heute Abend mit den Pferden Unruhe in den Bestand, also dort, wo die Ricken ihre Kids gesetzt haben. Und heute Nacht kommen die Ricken und holen die Kids ab. Am nächsten Morgen soll nämlich gemäht werden. Die Gefahr? In den ersten Wochen ihres Lebens haben Rehkitze noch keinen Fluchtinstinkt, rennen also vor den großen Mähmaschinen nicht weg. Und deshalb rückt das Sonderkommando des Pferdehofes an. So groß reiten wir eigentlich nicht aus. Es kommt schon mal vor, dass man so mit 3, 4 vielleicht unterwegs ist, aber so eine große Gruppe dann eigentlich doch nicht, weil ja, die Reitwege sind dann doch manchmal sehr schmal und dann wird das doch manchmal ein bisschen viel sonst. Platz ist heute genug da. Über 20 Hektar Grasfläche müssen beritten und nach Rehkitzen durchsucht werden. Jagdpächter Werner Niemeyer orchestriert die Reiterinnen. So, einer bleibt hier. Schön Linie halten und auf geht's. Viel Erfolg. Im Schritttempo geht es durch das hohe Gras. Wiese für Wiese. Bei so viel Grün müssen die Reiterinnen ganz genau hinschauen. Bloß kein Kitz übersehen. Und dann, nach etwa einer halben Stunde, bleibt plötzlich alles stehen. Ein Reh! Kitz! Große Aufregung auf allen Seiten. Blinder Alarm. Das Kitz war schon älter, hat bereits einen gesunden Fluchtinstinkt entwickelt und schnell das Weite gesucht. Rehkitzsuche hoch zu Ross und nicht mit modernen Drohnen und Wärmebildkameras. Das würde jetzt ohnehin nicht funktionieren. Heute Abend ist es zu warm. Also jeder Büschel oder jeder Maulwurfshaum oder was drin ist, würde als rot anzeigen. Und wenn die direkt tief, wenn die so klein sind, dann die tief oder so einen dicken Graspel sind, kriegt man die auch nicht zu sehen. Obwohl Drohne wir ja teilweise auch irgendwo machen. Wir haben ja nicht überall das Angebot hier wie mit Reithorn. Außerdem ist so ein Ausritt auch etwas Besonderes. Denn normalerweise sind die Grasflächen für die Reiterinnen tabu. Nach 1,5 Stunden machen sie sich auf den Heimweg. Im Großen und Ganzen, wir machen gute Arbeit, würde ich sagen. Wir haben tatsächlich schon einen Kitz gefunden und ein paar Hasen, die dann weggelaufen sind. Es ist eben Unruhe in die Wiese gekommen. Mann. Die Rehkitze, die trotzdem noch im dichten Gras versteckt liegen, sollten in der Nacht von ihren Müttern abgeholt werden und somit sicher sein vor den großen Landmaschinen. Morgen ist Mähtermin und dann haben wir unser Bestes getan. Mehr können wir nicht tun. Nee, so wie der Dennis sagt, gesagt hat, hat er letzten 5 Jahre kein Kitz mehr tot auf seinen Flächen, seitdem wir hier reiten. Das ist einfach die Nachhaltigkeit, Vergrämung. Ne? So sieht sie also aus, die nachhaltige Rehkitzrettung im Ammerland. Es geht eben auch ohne neueste Technik. Eine interessante Methode. So, und das war's jetzt wieder für heute. Wenn Sie jetzt nicht eine Woche lang warten wollen, bis Sie wieder Beiträge rund um die Landwirtschaft anschauen können, dann schauen Sie auch einfach in die BR Mediathek oder auf unseren Unserland YouTube-Kanal. Da können Sie unsere Themen rund um die Uhr und jederzeit entdecken. So, ich freue mich, wenn Sie nächsten Freitag wieder mit dabei sind, zur gewohnten Zeit um 7. Bis dahin, Servus und auf Wiedersehen. Unseren Channel könnt ihr auch abonnieren, aber schaut vor allem in die BR Mediathek. Da bekommt ihr noch mehr Videos und Sendungen von Unser Land und einiges mehr.